Hört mich, ich bin der große Ich Bin, die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. April 2005 von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für all jene, die Ohren haben und hören. Hört zu, meine Leute, mein Königreich kommt, der Sohn kehrt zurück. Hört mich, ich bin der große Ich Bin, bevor die Erde war, ich bin, bevor es Licht gab, ich bin, bevor es Leben gab, ich bin. Ich bin vor allen Dingen und werde nach allen Dingen sein. Alles Erschaffene ist von mir und bleibt in mir. Da ist nichts, was besteht, das nicht von mir ist. Noch gibt es irgendetwas Erschaffenes, das nicht von mir erschaffen wurde. Auch all die Dinge der Menschen, die durch ihre Hände erschaffen wurden, werden nicht erschaffen, außer derjenige, der sie erschaffen hat, ihr Schöpfer, hat ihnen die Kraft und Weisheit geschenkt, es zu tun. Trotzdem sind alle Erzeugnisse der Menschen nur Staub im Wind. Sie bestehen nur, weil es der Wille des Herrn ist, dass sie bestehen sollen. Bald wird alles auseinanderfallen und erniedrigt werden, denn der Erlöser kommt und er wird ebenfalls zerstören. Die Erlösung kommt für jene zu seiner Rechten, das Urteil und der Tod für jene zu seiner Linken. O ihr Menschen, die ihr in den steinigen Boden gepflanzt seid, entwurzelt euch und werdet in den guten Boden zu seiner Rechten gepflanzt und trinkt. Denn auch er, der ist und war und auch für immer ist, war zu Rechten des Vaters gesetzt von Anfang an. Zu keiner Zeit war er nicht, denn wie ich bin, ist er. Er ist der Sämann und der Erntende. Er ist auch jener, der das Unkraut ausreißen wird. Lasst ihn einen neuen Samen pflanzen in euer Herz und trefft ihn im Garten. Werdet nicht verbrannt oder weggeworfen. O Menschen meiner Erde, hört auf jene, die für mich sprechen, denn jener, der meine Worte spricht, hat Autorität, denn das Wort Gottes hat große Autorität. Hört zu, ihr Menschen, und dann beugt euch nieder und demütigt euch selbst vor eurem Gott. Wartet nicht, bis alle erniedrigt werden durch die mächtige Hand von ihm, dessen Name über alle Namen steht. Er ist erprobt und treu. Das Lamm kommt jetzt als Löwe. Da ist kein anderer Name gegeben in der ganzen Schöpfung, außer seiner allein, durch welchen ihr errettet sein müsst. Ruft seinen Namen an, und ihr werdet mich auch haben. Lästert seinen Namen, und ihr lästert meinen. Ihr werdet zerstört werden. Ich schenke Leben, und ich werde es auch wegnehmen, außer ihr tut Buße und kehrt um. Da ist kein Leben im Tod, alle schlafen für immer, außer der Sohn ruft ihnen zu, damit sie aufwachen. Fürchtet euch nicht, denn ich strafe das, was ich erschaffen habe und dem ich mein Ebenbild gegeben habe, nicht für immer. Jene, die nicht zu ihrem Vater zurückkehren werden, weil sie die Söhne, Töchter und Geliebten von Satan geworden sind, zu jenen wird der Herr sagen, Staub zu Staub, nie mehr sollt ihr teilhaben am Lebensbaum oder dem Strom darin. Ihr habt ihn verlassen, der großzügig war zu euch, und für immer ist euer Erbe verloren und einem anderen gegeben. Trauer, große Trauer ist im ganzen Land. Meine Geliebten sind zu einer Wunde und Krankheit geworden. Ich habe den Heiler gesandt, ihr wollt ihn nicht haben, noch trinkt ihr aus seinem Becher, der großzügig angeboten wird.
Deshalb sollt ihr bei eurem adoptierten Vater sein, im See, der für immer brennt und nicht mehr sein. Ruht, meine Geliebten, die ihr todkrank geworden seid. Ruht, all ihr Boshaften. Das Böse hat euch erschöpft. Ruht in alle Ewigkeit. Euer Licht ist ausgegangen und ihr wurdet ausgelöscht. Deshalb sende ich ein großes Licht, das die volle Herrlichkeit Gottes im Himmel hat. Leuchte hinaus, mein Sohn, leuchte über die Nationen. Sie sind dein Erbe, für welches du mit deinem Blut bezahlt hast. Erfülle die ganze Erde mit deiner Herrlichkeit und Gegenwart für immer. Sei für sie der helle Morgenstern. Leuchte hell, leuchte so hell, damit keine Dunkelheit mehr gefunden werden kann auf der Erde. Errette meine Leute noch einmal, nicht als Lamm, sondern als Löwe, der große Löwe von Judäa. Verschlinge alle Schakale und Ziegen, bringe Satan zum Schweigen, jenen, der brüllt wie ein Löwe und dich anfaucht. Binde ihn und am Ende des Tages verbrenne ihn mit dem Feuer, welches niemals erlischt. Schaut, der Große ich bin. Ich sende ihn, der euch erretten wird. Schaut jetzt auf, denn jetzt ist die festgelegte Zeit. Schaut nicht weg, denn seine Rückkehr steht bevor. Alle Autorität, Erlösung und Königreiche gehören dem Herrn, seinem geliebten und einzig gezeugten Sohn, Jesus Christus. Der Herr. Amen. Für immer Amen.